So, wir sind mal wieder auf dem Müllposter. Ich habe jetzt was Bestimmtes eigentlich vor. Stimme zum Beispiel haben. Genau. Wir haben jetzt ein paar Moonster. Vielleicht muss ich auch noch ein paar nachkaufen. So muss ich mal schauen. Viel wichtiger sind diese Dinger hier. Und wie wir letztens gemerkt haben, okay, wir brauchen halt eigentlich zumindest, wir brauchen diesen Nackel nicht, diesen anderen. Wisst ihr? Und, ich meine, was spricht theoretisch jetzt dagegen, wenn wir sagen, yo, wir upgraden jetzt einfach mal den Knuckle. Also halt, keine Ahnung, Angel League 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie die Chancen sind, ob die wirklich so wie, wer war das, glaube ich? Ich, Xepi oder so, bin mir nicht sicher. Dazu meinte, die Chancen sind, glaube ich, immer gleich hoch oder so. Aber ich bin mir echt nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich das auch noch verwechselt oder so. So, 80 Stück. Das Gute ist, wir brauchen zumindest keine Angel Coins. Davon habe ich momentan auch nicht so viele. Was sind sie? 4,8k. Ja, 10 Tries mal zum Einstieg oder so. Mal schauen, was bei rumkommt. So, ich weiß, wie gesagt, echt nicht genau, wie die Chance ist. Ich meine, ah, shit. Wir brauchen schon Angel Coins. Oh, ich glaube gar nicht mal so wenige, oder? 500. Ah ja. Okay. Ja, okay. Ja. Ich würde sagen, wir starten vielleicht mit Ringappen oder so. Weil die Sache ist gerade die, eigentlich wollte ich erstmal einen Pet Angel League machen. Und wenn ich mir jetzt, wie gesagt, gerade so genau oder mir generell gerade so Gedanken drüber mache, dann glaube ich, sind Ringe erst ein bisschen wichtiger. Wir könnten übrigens auch den ganzen Bullshit dann mal auf, keine Ahnung, nochmal 15 oder so. Glaube ich, wäre schon mal zumindest ein guter Anfang. Ich bringe momentan 99, 116. Ich weiß nicht genau, wie viel das Ding wirklich bringen. Ich glaube, die bringen nur super wenig. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann mich auch gesagt, wie gesagt, täuschen, aber ich habe es mal getestet und es bringt halt, glaube ich, nur irgendwie ein Magic Damage, ist, glaube ich, ein Damage oder so. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie so in der Richtung ist es. So, 187. Und ich meine, die Endringe sind natürlich sowieso das, was jetzt wirklich dann den Unterschied machen wird. Und ja. Mal schauen. So, plus 14 schnell, plus 15 dauert wieder, man kennt's. Naja, gut, okay. So. Am Ende bringen diese Earrings hier mega viel oder so. Nee, ich weiß es bringt nahezu gar nichts. Oder halt wirklich nur ganz, ganz wenig. Alter, wir haben gerade 110 Tries verballert, um die zwei Ringe auf 15 zu machen. Boah, ist das Partei. Ja, mal schauen. Also, ich würde mal sagen, so 250 Tries wären gut, 500 wären auch noch gut. Aber so wie ich mein Glück kenne, zweimal 1000. Nee, ich hoffe wirklich, dass es nicht so krass wird, aber ich vermute, dass es halt irgendwie so rauslaufen wird. Und das wäre halt ganz blöd. Ich meine, das Ding ist halt, ich brauche die Custom gewissermaßen auch, weil, wo habe ich momentan noch Custom drauf? Auf den Beats, glaube ich, oder? Ich glaube, einen Beat habe ich mit Custom noch. Genau, 7% Custom habe ich hier drin. Das ist halt gar nicht mal so geil. Ja, und läuft dann einfach alles mal wieder durch. 200 Tries sind gleich weg. Ja, also ich meine, das Ding ist halt, hier kann man schon echt noch mal einiges rausholen, weil ich meine, die Ringe plus 25 sind so ganz schnell, plus 30 ist auch machbar. Ja, und ich meine, selbst das aber von 19 auf 20 sind dann einfach mal schnell 5 Int oder so. Oder? War noch 5 Int? 5 Int, ja. Uhu. Da ist das Ding. Erst Ring plus 20. So, jetzt haut ihr noch ganz schnell durch, dann kann man den Rest nochmal in die anderen Ringe stecken. Und ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich der Effekt nach plus 20? Wahrscheinlich der gleiche, oder? Man kann es, glaube ich, auch nirgendwo sehen. Leider. Vielleicht haue ich hier noch ein bisschen was rein. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich meine. Ah, ich will jetzt nicht so viele Angel Coins da wasten für den Knuckle.
Ich meine, so plus 1 oder plus 2, glaube ich, war relativ nice, weil es dann schon mal 1% mehr bringt von Ulti-Sockeln her. Ich glaube, er hat dann statt 6% 8% Lifesteal und glaube ich, statt 38, 39, 40 End, irgendwie so. Irgendwie so in der Richtung. So, das ging schon mal schief. Kauf von Nummer 83. Ey, so bitter, wie sie einfach bei mir an den Moonstones scheitert. Aber Moonstones sind ja generell so ein Problem. Das ist halt. Was war das für Dinge, die man sonst noch brauchen zum Upgraden? Die Juwel-Dinger da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ja blöd. Jetzt kommt gerade die Erleuchtung, oder? Ach nee, warte mal. Wie war denn das? Oh shit. Jemand hat mir mal gesagt, es ist besser. Warte mal. Taschenrechner. Dinge kosten wie viel? 415. 415 Token. Mal 1,8. So ist der Preis, glaube ich, momentan. Das wären 7,5 Perien pro Scroll. Zweiter Tab. Alternativ 5 und Angel Coins mal 0,65. Das wären 3,2 Perien. Bedeutet, es ist sinnvoller, die Kolo-Tokens zu verkaufen und dafür dann eben Ding zu kaufen. Angel Coins. Und mit den Angel Coins sind eben dann da hinten die Rollen. Oh lol, die Padding gibt es ja auch. Ist das neu? Oh mein, ey, diese Umhänge sind so overpriced einfach. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber ich meine 45k einfach. Auch die Sets und so. Ich meine, WTF einfach. Das ist halt, ich meine 30k, das wir farmen, ist der 20, ja, je nachdem, wie viel das man eben farmt, aber es ist so, die meisten werden für 20 Tage brauchen. So, dann wird man scheinbar auch nochmal mitten in der Nacht unterbrochen. Okay, so, also, die Erkenntnisse waren jetzt auf alle Fälle mal folgende. Genau, wir können mal kurz schnell schauen, was kostet 8 Kolo-Token. Ich kann es gar nicht glauben, ich meine, sonst kosten Dinge wie viel? 75 CWC. Wie kosten Dinger ansonsten? Ich weiß es gar nicht. Wie viel kosten denn CWC? Mal schnell nachschauen. Kritisch, 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 kritisch. Ich meine, ich will einerseits das nicht so viel wieder verbrennen da an Geld und Co. Clockworks Chips. Dinge werden verkauft für 100 bis 180k pro Stück. Boah, okay. Das heißt, der Preis ist eigentlich exakt gleich. Okay, gut. Ja, also ich würde sagen, wir upgraden jetzt erstmal noch den Rest da. Ich meine, ich bin halt so absolut anti irgendwas hier kaufen. Ich will keine CBC kaufen. Ich will meistens mal selbst erfarmen. Nur ich merke teilweise auch selbst, dass es halt einfach nicht genauso oder nicht unbedingt so die beste Methode ist, um halt irgendwie voranzukommen. Und ich weiß es selbst. I know. So, die Frage ist gerade, naja, wo gibt es denn Moonstones? Ich muss unbedingt gleich noch leveln. Hier schaut mir die ganzen Buffs an. Das ist brutal. Alter, wenn diese Moonstones das teuer sind, dann RIP. Ich meine, klar, ich kann es auch erst farmen und dann upgraden, wäre natürlich jetzt sinnvoller. Aber jetzt hier für das Display mache ich es jetzt. Oh, das geht aber sogar. Kaufen alle, oder? Ja, passt schon. Rein damit. Das ist ja wie, Alter, wow. Das ist teuer. Das sind aktuell sogar nur die einzigen, die verkauft werden. Es verkauft ja keine Moonstones, weil jeder braucht die halt irgendwie. So. Ich hoffe heute mal auf eine einigermaßen ruhige Nacht. Weil unser Hund ist irgendwo operiert worden. Und wie nennt man die Geräusche? Immer so ein Winseln halt einfach. Nachts, morgens oder so, liegt er der meiste irgendwie nicht direkt zu meiner Tür, weil so ein paar Meter dahinter halt und winselt dann halt irgendwie. Das
ist immer ein bisschen schwierig. Vor allem immer so diese Kombination aus irgendwas, was dich aufweckt, und Heuschnupfen ist immer so geil, weil vielleicht, ich weiß nicht, ob es alle haben, aber zumindest bei mir ist immer so, wenn ich nachts aufwache, dann kann ich mich mal auf eine halbe Stunde, Stunde dann nur mit meiner Nase beschäftigen. Und die Kombinationen sind natürlich immer super. Ach komm jetzt. Eier doch nicht so rum. Ach, come on. 600 Tries noch maximal. Ich kaufe nicht mehr als 150, weil ich weiß, sowieso, dass es nach dem 10. Versuch dann wahrscheinlich wieder funktioniert. Also nicht jetzt nach dem 10., aber generell irgendwann nach dem 10. Ich meine, leider schon mal krass, was ich an Code-Tokens gesammelt habe. Das ist halt komplett krank. Ey, will mich dieses Ding ja verarschen oder was? Ich meine, wir können auch komplett tryhard gehen und halt dann mit dem Safe-Upgrade halt das dann irgendwie nach 1000 Tries halt durchballern. Aber ich will das irgendwie auch nicht. Nochmal Golden Reward. Alter, was ist denn hier alles aktiv, Mann? Das ist brutal. Ja, 300 Moons sind wir dann eben. Stehen noch aus. Das ist das Problem. So, wie kann ich generell kaufen? Oh ja, gut, okay. Alter, jetzt irgendwie Enter klicken, das wäre bitter. Das wäre Strafe pur. Stell dir mal so vor, einfach mal so mehr als also 1400 Apotec kaufen. Accessory, hier das Ding. Ja, ich glaube, wir machen es einfach so, oder? Oder was kosten 5000 Angel Coins? Kosten wie viel? Was habe ich gesagt, kosten die pro Stück? Ich habe schon vergessen. 600k, 56k, 30 Perin, 32 Perin. Sau teuer das Ganze. Ich meine, gut, was machen wir mit den restlichen Dingern generell eigentlich? Mit den Kolo-Token. Ich brauche die ja dann immer, oder? Brauche ich die für irgendwas? Okay, Sockel halt, aber das erst, wenn ich das Schild dann habe. Ja, doch, eigentlich könnt ihr verkaufen. Boah, Mann, regt mich dieses Ding schon wieder auf. 313 Tries noch. Free one free. Ach Gott, ey, machen wir das nochmal schnell. Ich weiß eh, ich kaufe jetzt irgendwie 313 Moons. Und es klappt, es wird so kommen. Ich predict das jetzt schon. Nach wenigen Versuchen wird das kommen. Safe. Safe, safe. Moonstones, cheap. Ja, geht. Nicht die teuersten, nicht die billigsten. Sunstone Cube. Alter, CBC-Coupon. Oh, die Preise. Generell die Reseller in dieser Season. Das ist so momentan mein größter Kritikpunkt an dem Season-System. Ich meine, da ist die Season selbst das nicht schuld. Aber es kommt dazu. Wie soll man es am besten formulieren? Das Ding ist halt, jeder ist immer so, ist dann so ein bisschen in seiner Routine drin und alles läuft einfach zu perfekt in Anführungsstrichen ab. Und jeder weiß, okay, wenn ich jetzt bei Serverstart CBT für 5 Perien kaufe, nach einem Monat sind sie das Vierfache wert oder das Dreieinhalbfache von mir aus oder so. Und also mit dem Resellen ist halt einfach auch das gleiche Problem. Also das ist natürlich auch Resellen, aber mit anderen Sachen, die man halt jetzt vielleicht braucht, auch erst später braucht. Und ja, es hat schon ein bisschen eine ziemlich große Problematik, wie ich finde. Weil du siehst einfach die ganzen Leute, die alles aufkaufen, weil sie eben ganz genau wissen, weil es eben alles ganz genau planbar ist. In X Tagen von heute werde ich das, was ich gerade gekauft habe, für so und so viel Prozent mehr los. Und man sieht natürlich das Ganze da einfach teilweise auch mit Preisabsprachen und so. Und wie gesagt, klar, ich meine, so Fly und freie Marktwirtschaft ist natürlich das absolut, ist ein Muss einfach, ist klar. Und ist auch nicht schlechtes. Aber man sieht halt dann schon, wenn es alles zu planbar ist und zu vorhersehbar ist, dann
Ich sag mal so, ich persönlich, ich finde es nicht direkt positiv. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich selbst davon noch nie profitiert habe und so. Viele profitieren davon in irgendeiner Art und Weise. Aber ich sehe Probleme da mit dem Ganzen. Sagen wir mal einfach so. Was haben wir denn Cast-Time? No, 79% Cast. Also, na, lol. Ich würde sagen, what the fuck? Ja, gut, okay. So, jetzt kommen hier. Was haben wir gesagt? 10 Stück? Ach, 9 Stück. Jetzt reicht's nicht mehr, Alter. Alter, alle Angel Coins einfach mal schnell verballert. Okay, ich würde mal sagen, ich mache mal schnell so 1, 2 von Hand. Also, es bringt momentan 6 Lifesteal, 38 End. Läuft gut. Alter, jetzt komm. Ich will nur wissen, was er einspringt. Hier, okay. 39 in 7% Lifesteal. Nicht schlecht eigentlich, wie ich finde. Angel plus 2, okay. 40 in. Jetzt haben wir 2 mehr bekommen und 1% Lifesteal. Attack-mäßig. Scheiße, habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Was bringt es denn sonst, glaube ich, noch? Sonst nichts mehr, oder? Angel's Blessing, ja, da müssten wir auch dran arbeiten. Alter, ich meine, ihr müsst gerade mal überlegen. Wir haben jetzt 32, waren es gerade 32 Pierin. Diese neuen Versuche waren gerade 32 Pierin. Und diese Stones noch, die theoretisch auch noch irgendwie was kosten würden, wenn man jetzt reinrechnen würde. Holy moly, ey. Shit, ey. Das ist zu krass. Okay, ich würde sagen, ich level noch ein bisschen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.